Wie können wir unser individuelles und kollektives Trauma der Corona-Krise überwinden? Wie kann ein besseres, ganzheitlich arbeitendes Gesundheitswesen aussehen? Mein Name ist Dietrich Buseker und ich bin Kandidat für den 20. Deutschen Bundestag für die Basis. Und diese Fragen interessieren mich. Zu diesen Fragen haben wir zwei ganzheitlich denkende Expertinnen ins Studio eingeladen. Die Psychoanalytikerin Dr. Alexandra Kleeberg interviewt den Traumaforscher Professor Dr. Franz Ruppert. Beide sind der Partei Die Basis eng verbunden und ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern ein inspirierendes Gespräch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem YouTube-Kanal Gemeinsam Heilsam TV. Was will ich politisch? Fragt der Psychologe, Professor für Psychologie in München, Franz Ruppert, einer der bedeutendsten Traumaforscher in Deutschland, Mitglied bei der Basis. Herzlich willkommen, lieber Franz. Was willst du politisch und was hat die Psychologie mit der Politik zu tun? Ja, ich bin ja eigentlich schon seit meiner Studentenzeit bin ich politisiert gewesen, war erstmal so in linken Gruppen, dann habe ich mich, vorher war ich bei den Grünen, habe ich gedacht, ich mache vielleicht bei den Grünen, habe auch diesen Gründungsparteitag der Grünen in Kassel da 1980 besucht, war auch begeistert, habe Wahlblockade für die Grünen gemacht und hatte auch damals gedacht, naja, das ist wirklich gut und so und Atomkraft und alles als gefährliche Technologie und so. Und ja, aber wenn ich mir so anschaue, wo die Grünen jetzt heute gelandet sind, also das sieht doch sehr stark danach aus, dass die aus ihren Überlebensstrategien, aus ihren Trauma-Überlebensstrategien die Welt betrachten, nach Politik machen. Und das will ich auf alle Fälle nicht. Ja. Ich habe mittlerweile genug gelernt über die menschliche Psyche und was es heißt, auch eine traumatisierte Psyche zu haben, dass ich eigentlich sage, wenn wir auch gesellschaftlich vorankommen wollen, dann müssen wir uns mit der menschlichen Psyche beschäftigen, dürfen wir das nicht ausklammern, sondern das muss eigentlich der Referenzpunkt sein. Die Menschen müssen der Referenzpunkt sein, dass die eine gesunde Psyche haben und möglichst entwickeln können. Was auf deiner Seite natürlich heißt, auch in der Prävention, ja, was müssen wir gesellschaftlich dafür tun, dass möglichst wenige Kinder gleich vom Beginn des Lebens an traumatisiert werden. Im Moment tun wir wahnsinnig viel dafür, die Kinder zu traumatisieren. Das sehen wir auch gerade jetzt nochmal so aktuell in dieser Corona-Pandemie, wie die Kinder flächendeckend da traumatisiert werden durch das, was sie da jetzt gerade erleben, mit Masken tragen müssen, testen müssen. Jetzt wollen wir sie sogar noch impfen und so. Also es ist unfassbar. Oder teilweise Babys, die dann, wo die Mutter Masken trägt bei den Bindungen und so. Ne? Also das sind alles so Dinge, die setzen dem, was ohnehin schon an kollektiven Traumatisierung von Kindern, der schon da ist, nicht diese vielen vorgeburtlichen Untersuchungen, die zum Beispiel Kinder schon sehr früh auch in Stress versetzen können und auch die Geburtsprozesse, so viele Kaiserschnittgeburten, so viele frühe Fremdbetreuungen im ersten Lebensjahr oder so. Also so viele Kinder, die jetzt letztendlich dann auch keinen guten Kontakt mit ihrer Mama haben und die Mütter sind traumatisiert. Also da gibt es jede Menge zu tun, weil aus meiner Sicht eben die Basis, ich finde den Begriff der Basis ganz toll, weil da kann man ganz viel assoziieren, weil die Basis einer gesunden Gesellschaft sind gesunde Kinder beziehungsweise gesunde Kinder, gesunde Mutter-Kind-Bindungen. Also wenn diese gesund sind, dann können sich die Kinder gesund entwickeln und dann, ja, die Kinder sind ja die Zukunft in der Gesellschaft. Und auch vom anderen Begriff her, Basis, der Mensch ist die Basis, auch die Mitglieder, das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass die Mitglieder der Basis jetzt nicht wie bei den Altparteien oder den bisherigen Parteien jetzt quasi sich aufopfern für die Partei oder quasi alles zurückstecken und jetzt müssen sie quasi ihr Leben sozusagen umkrempeln und nur noch für die Partei und für die Parteien vielleicht sogar Parteiraison da sein. Nein, wenn das passiert, dann ist es eigentlich nur neuer Wein in alte Schläuche gegossen, sondern es braucht ein neues Verständnis, auch von diesen Säulen der Basis. Wenn man sagt, die Basis mit den vier Säulen, Achtsamkeit, Machtbegrenzung, Freiheit und Schwarmintelligenz, okay, sind alles kluge Worte und so. Bloß letztendlich, der einzelne Mensch ist die Basis. Und der einzelne Mensch ist nur dann die Basis der Basispartei, wenn er bei sich ist.
Also wenn er nicht von sich entfremdet ist und wenn er sich auch durch die parteipolitische Arbeit nicht von sich spaltet und sich von sich distanziert, so wie wir das ja, wenn ich mir das so anschaue, bei den traditionellen Parteien sehen, ja, dass die Menschen dann eher so Masken sind oder Marionetten sind oder eine Rolle spielen, ja, und die dann auch leicht von Lobbyismus beeinflusst werden können, weil sie nicht wirklich hinter sich stehen und wissen, was sie wollen. Also mir wäre es wichtig, dass jeder, der an der Basis ist und diese Partei befördert, dass der erstmal auch schaut, dass es ihm selber gut geht, dass er gut bei sich ist und dass er aus dieser Kraft heraus irgendwas seinen Beitrag zu leistet, zu etwas, was er halt gut kann. Ja? Und das muss mich dann eben, was kann ich eigentlich, das ist ja auch die Idee der Schwarmintelligenz, was kann ich aus meiner Position an Positiven dazu beitragen, damit dieses Zukunftsprojekt gelingt? Weil man muss ja sehen, wenn man sich das anschaut, was haben andere Parteien für ein Zukunftsmodell? Ich sehe da nichts. Ich sehe da nichts, was mir Hoffnung machen würde, sondern da höre ich nur, ja, die nächste Pandemie kommt jetzt dann vielleicht sogar oder dann geht die Welt unter wegen Klimaerhitzung und so fort. In den 70er Jahren hat man uns noch gesagt, die Welt wird erfrieren wegen Kältetod. Jetzt ist es plötzlich wieder die Gefahr, dass wir alle verbrennen und so. Also je nach irgendwie hat man da neue Konjunkturen, um irgendein Weltuntergangsszenario zu machen. Und das taugt überhaupt nichts für ein Zukunftsmodell. Und ich hoffe natürlich sehr, dass die Menschen, die jetzt in der Basis zusammenarbeiten, etwas entwickeln, was wirklich Zukunft hat und was uns auch Freude macht, ja, dass wir mit Freude in die Zukunft blicken, wo die Kinder auch dann mit Freude in die Zukunft blicken. Ja, genau, das wollen wir und da wollen wir hin. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun und ich biete unter anderem jetzt auch dieses Format, was will ich politisch, biete ich eben an, damit also die Mitglieder der Basis dann ihre Ideen, die sie haben. Und manche haben natürlich auch ganz seltsame Ideen. Auch. Da habe ich dann neulich mit jemandem gearbeitet, der sagt, ja, Schatten, das Kriegstrauma, Deutschlands Rolle in der Welt und Souveränität. Das wollte er sich mal anschauen, das ist sein Anliegen. Hat sich natürlich herausgestellt, Souveränität eigentlich erstmal, er muss souverän werden, er muss in sich erstmal ruhen und dann kann man weitersehen, weil sich jetzt mit der Vergangenheit in dem Sinn zu beschäftigen und daraus vielleicht sogar noch etwas abzuleiten, ja, wir müssen nur Schuld abtragen oder irgendwas, das ist ja genau das, was jetzt gerade passiert, ja. Also wo dann viele meinen, sie müssen immer noch, obwohl sie nie etwas zu tun hatten mit dem Dritten Weltkrieg, mit dem Zweiten Weltkrieg, dass sie meinen, müssen immer noch als Deutsche dann sich in Sack und Asche gehen und Schuld abtragen oder so. Ich habe doch nichts damit zu tun in dem Sinne. Ja. Mein Problem ist, dass ich kriegstraumatisierte Eltern habe, die mich traumatisiert haben. Ja. Also dass jeder so mehr auf sich guckt, also dass er mit sich gut in Kontakt kommt und aus dem heraus, eben aus seinen gesunden Anteilen heraus, etwas beiträgt als Gemeinschaftsprojekt für eine lebenswerte Zukunft. Und die kann nicht nur aus Technologie bestehen. Ja. Das ist ja auch das, was so hört. Ja, wir müssen technologisch aufrüsten, wir müssen mehr Internet oder noch was, noch mehr von dem ganzen Zeug. Nein, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Ja. Die Menschen, ihr Wohlbefinden, dass es ihnen gut geht. Es muss auch alles ein menschliches Maß wieder haben. Ja? Nicht so überdimensioniert und so gigantische Dimensionen haben, sondern es muss auf einem Niveau sein, wo die Menschen als Kinder, als Jugendliche, als Erwachsene, als Mütter und Väter das Gefühl haben, ich bin hier richtig und bin willkommen und ich kann mein Leben auch gestalten und ich kann auch etwas beitragen. Und da ist es eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, ist für mich Liebe. Weil ich habe eben auch aus meiner therapeutischen Arbeit herausgefunden, was die Menschen wollen. Sie wollen leben, lebendig sein, sie wollen lieben und wollen geliebt werden. Ja? Also für mich muss eine politische Vision das enthalten. Leben, lieben und geliebt werden. Und nicht das, was wir so sehen, diese ganzen Angstnarrative. Ja? Dieses Corona-Narrativ ist ein Angstnarrativ, das Klimanarrativ ist ein Angstnarrativ. Dann das Krieg, dann die Russen, die könnten irgendwie, das ist auch ein Angstnarrativ. Also auch das, glaube ich, sollten wir transportieren und sagen, okay, guckt euch das an, ihr habt Alternativen. Ihr könnt jetzt wieder Menschen wählen, die euch ein Angstnarrativ erzählen und euch aufgrund des Angstnarrativs dann irgendwie einschränken, euch die Freiheiten nehmen, euch Steuern abverlangen oder sonst was abverlangen. Oder ihr folgt Menschen, die auch Führungsverantwortung übernehmen wollen,
Ja, wenn ich eine Politik gehe, will ich ja Führungsverantwortung nehmen, die euch vielleicht sowas wie ein Freude- und ein Lebensfreude-Narrativ, ein Liebesnarrativ präsentieren und sagen, schau her, das ist etwas, da wirst du mit deinen Grundbedürfnissen, bist du gut aufgehoben. Franz, wenn wir jetzt mal eine Zeitreise machen über 10, 20 Jahre und das ist alles so, hat sich so nach Corona so entwickelt, die Basis kommt in die Politik, deine Ideen, die werden verwirklicht und wir landen wieder in 2030 oder 35. Wie sieht die Welt aus? Wie gehen Menschen mit, jetzt von der Psychologie, wie gehen Menschen miteinander um? Wie sind die Nachrichten? Wie präsentiert sich ein Bundeskanzler? Gibt es das noch? Wenn du da mal einfach fantasierst, was wäre so eine Gesellschaft, die, wo kaum mehr Traumen sind, außer vielleicht mal Naturkatastrophen, aber ganze Gemeinschaften fangen das auch auf. Wo würden wir landen? Ja, sagen wir mal so, die Führungskräfte, ja, die jetzt so dann sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen, wir gucken mal, dass wir das Ganze koordinieren. Das sind authentische Menschen. Die sind nicht irgendwie eine Fassade nach außen hin und hinten drum irgendwie leben sie was ganz was anderes, sondern die sind als Menschen transparent. Die erzählen auch über die, können auch über die Kindheitsgeschichte zum Beispiel offen reden. Die haben da keine Hemmungen, keine Tabus, sich zu zeigen, wie sie sind und so. Die haben auch keine Angst, dass sie quasi, wenn sie Fehler machen, dann sofort verurteilt werden, sondern sind einfach Menschen, ganz normale Menschen, die halt dann einen für eine gewisse Zeit, sollten bitte auch nicht ewig dort, sondern es ist immer nur begrenzte Zeit. Von daher finde ich auch dieses, es gibt ja dieses basisdemokratische Modell, dieses Wahlverfahrens. Man lost einfach aus, welche Leute für eine bestimmte Zeit jetzt politische Führungsämter haben. Das macht man eine gewisse Zeit und dann hat man das gemacht und dann macht man wieder privat Dinge oder beruflich andere Dinge, die man gerne macht. Also das zum Beispiel fände ich wichtig, dass es ganz klar ist, es ist eine Dienstleistung, es ist nicht Herrschaft und Regierung. Also auch dieses ganze hierarchische Denken, da oben, da unten, hier die Regierung, dort das Volk, dass wir das irgendwie überwunden haben. Und dass wir auch, was mir wichtig erscheint, dass wir eben ein Bewusstsein haben über so Täter-Opfer-Dynamiken, ja, dass wir das sofort merken, das merke ich nämlich in meinem persönlichen Leben auch, wie hilfreich das ist, wenn du merkst, aha, da könntest du jetzt mit jemand und mit der so, könntest du in so eine Täter-Opfer-Dynamik hineingeraten, die sich dann hochschaukeln, eskaliert, sofort aufhören. Ja. Also dafür Sensibilität entwickeln. Das heißt, dass im Endeffekt auch schon den auf allen Ebenen, ob das in der Schule ist, ob das in Betrieben ist, ob in Weiterbildungen ist, den Menschen ein solides Fundament geben. Was ist deine Psyche? Was sind psychische Grundgesetze? Was musst du beachten? Wie gehst du am besten, wenn du Konflikte hast, mit diesen Konflikten um? Also, dass das so irgendwann mal so selbstverständlich ist, dass die Menschen sich ihrer selbst bewusst sind. Also, ich knüpfe immer gerne an diese alte Tradition. Ich aus dem alten Griechenland, 500 Jahre vor Christus, Apollo-Tempel, da steht drauf, wenn die Leute kommen, was soll man machen? Dann ist die Antwort, erkenne dich selbst, ja. Du musst dich selbst erkennen, ja. Und schau nicht nur immer noch auf die anderen und die anderen müssen sich ändern, die anderen. Nein, erkenne dich selbst. Und wenn du dich erkennst, dann weißt du auch, warum du die und die Konflikte hast. Und jeder Konflikt ist auf eine gute Art und Weise zu lösen. Es braucht keinen Krieg, es braucht keine Gewalt, es braucht keine Gewaltmaßnahmen, um Konflikte zu lösen, weil es haut sowieso nicht hin. Weil jede gewaltsame Konfliktlösung erzeugt neue Gewalt, ja. Und jeder zwischenmenschliche Konflikt ist auf eine konstruktive Art lösbar. Es ist möglich. Ja? Aber dazu müssen die Menschen natürlich wissen, was in ihnen so abläuft, wie sie auch vielleicht über frühe Prägungen dann auch noch nicht so weit sind, dass sie auch noch unreif sind. Auch das müssen wir uns eingestehen. Ja? Wenn wir uns das anschauen, was heute so ist, die meisten Menschen sind psychisch unreif. Die sind in ihrer Entwicklung irgendwo stehen geblieben. Ja? Also dass wir auch gesellschaftlich eben gemeinsam, und das sehe ich auch in meinen Gruppen, wenn ich arbeite, wenn einer arbeitet und einen Konflikt arbeitet, und ich habe 300 Leute, die zuschauen, profitieren alle 300 davon. Nicht, weil die Konflikte, die er einzeln hat, die sind ja welche, die sind meistens haben alle irgendwie so einen ähnlichen Konflikt. Ja? Also das heißt, wir könnten da ganz schnell, könnten wir Lernprozesse haben, wir könnten Lernprozesse beschleunigen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, habe ich ja auch schon Vorschlag gemacht, Bundesparteitag der Basis auf offener Bühne. Wir losen jemand aus, der sagt, ich habe ein politisches Anliegen. Mhm. Was ich mir vorstelle, was man machen sollte. Ja? Und dann gehen wir durch diesen Prozess durch mit meiner Methode
finden da eine Auflösung. Hinterher machen wir dann Kleingruppen und jeder sagt, was hat es jetzt mit mir gemacht? Was hat es mit mir zu tun? Ja? Und wenn das sowas zum Beispiel noch übertragen würde, ja, und dann müssten auch die anderen Parteien immer, warum machen wir das denn nicht? Ja? Warum nutzen wir solche fortschrittlichen Techniken und Methoden nicht selber? Also ich kann mir vorstellen, dass ganz schnell so ein Schneeballeffekt entsteht, sobald wir wirklich effektive Methoden, psychologische Methoden auch dann zeigen, wie wirksam die sind, dass das sehr attraktiv sein könnte. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, ein ganz wichtiges Prinzip ist für mich auch, nicht irgendwas bekämpfen. Ja. Weil das ist nämlich auch, was ich gelernt habe aus der Traumapsychologie. Wenn du Menschen, die Täter sind, die können dir Gewalt antun, die nehmen dir deine Freiheit, was auch immer, die bedrohen dich. Und wenn du anfängst, gegen die zu kämpfen, dann gibst du ihnen Energie. Weil die Täter haben meistens, sie sind so von sich abgespalten, die haben oft auch gar keine eigene Agenda mehr. Die wissen gar nicht im positiven Sinne, was sie tun sollen. Sie wissen eigentlich nur noch, sie müssen sich schützen, sie fühlen sich auch immer angegriffen. Und deswegen leben die vom Kampf. Das heißt, wenn du jemand dann auf diesen Kampf eingehst, ja, dann gibst du ihm eigentlich deine Energie. Und das muss man unter allen Umständen vermeiden. Weil man muss seine Energien für sich, für seine Ziele, was einem selber wichtig ist, gebrauchen, da die Energie reingeben und dann bist du attraktiv, wenn du also, ne, bist auch Vorbild, du bist attraktiv und dann werden auch andere Menschen, die vielleicht jetzt die Wahl haben, folge ich jetzt in die Richtung, gehe ich in die Richtung, eher den Weg wählen, wo sie sagen, da ist was Positives, ja. Da ist auch eine Liebe da, da werde ich gesehen. Während von den anderen werde ich ja irgendwie so von oben herab behandelt oder die nehmen mich ja gar nicht wahr, die nehmen mich ja gar nicht ernst und so. Also das finde ich auch ein ganz wichtiges politisches Prinzip. Kämpf nicht da gegen irgendwelche Windmühlen an, weil du wirst dadurch deinen Gegner nur stärken. Der kriegt deine Energie auch noch zusätzlich und dann wendet er sich und richtet sich gegen dich. Sondern da muss man ganz klug handeln auch und muss eben schauen, dass man also über die eigenen Themen, was einem wichtig ist, eben zum Modell zu werden, Vorbild zu werden und attraktiv zu sein. Wie stellst du dir die Medien vor in 2030? Ja, es gibt total gute Journalisten, die haben ja auch ihren Beruf mal gewählt, weil sie gut schreiben können, weil sie gut analysieren können, recherchieren können. Ich denke, dass einfach die Menschen, die da das gut können, wieder mehr im Vordergrund sind und weniger die jetzt, weil sie vielleicht unter Druck gesetzt werden, erpresst werden, korrumpiert sind, dann halt Lügenmärchen erzählen und oder Dinge halt nur halb falsch darstellen, Fakten weglassen, die wichtig sind. Also ich hoffe, das hat sich bis dahin irgendwann erledigt, diese Art von Presse, die wir heute haben. Das ist leider nicht so schön. Psychologie oder was stellst du dir vor? Meinst du, ich habe es nicht verstanden. Dann mehr über Psychologie. Unser Bundeskanzler hat gerade das und das Trauma erlöst. Seitdem ist er nicht. Das wäre doch was, ja. Stellen wir uns das mal vor, gell. Ich habe das mal toll gefunden. Da gab es mal einen Bericht der Papst Franziskus, der hätte Psychoanalyse gemacht. Vor allem, toll, also, das gibt er zu und macht er auch. Ja. Natürlich, das wird man ja sowieso öffentlich machen. Ne? Also wenn man jetzt weiß, unsere Führungskraft, die wir vielleicht so als vielleicht zentrale Figur dann noch vielleicht haben, vielleicht brauchen wir es auch nicht mehr, ne? Weil es basisdemokratisch heißt ja sowieso flache Hierarchien möglichst auf Augenhöhe. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand, der also in der Öffentlichkeit wichtig ist und von mir, ich würde jederzeit in der Öffentlichkeit einen Prozess machen, mache ich ja sowieso, ne? Ich mache das sowieso in meinen Männergruppen, da sind oft auch über 200 Leute da, oder manchmal sind es so viele auch, dann mache ich von mir den Prozess. Ja. Bin jetzt nicht ich der große Therapeut, der so alles perfekt kann. Ich mache auch meine Prozesse. Und das darf man miterleben, das sieht man dann. Dann sieht man dann, der Franz Ruppert ist auch nur ein ganz normaler Mensch, ja, mit seiner Geschichte. Und ich erlebe das einfach, die Menschen sind ja so dankbar dafür, ja, dass sie das sagen, wir sind alle gleich. Ja. Das müssen wir sowieso, glaube ich, einfach auch realisieren. Wir sind alle Menschen und haben unsere Geschichte. Jeder Mensch ist im Bauch seiner Mama entstanden, hat Geburtsprozesse hinter sich, ist gesäugt worden oder mit der Flasche ernährt worden, was auch immer. Jeder hat so seine Geschichte und kann im Laufe dieser Geschichte natürlich auch traumatisiert worden sein.
Und dieses Versteckspiel, auch das finde ich ganz wichtig, dass wir aufhören damit, ne? Dass wir diese Tabus, du darfst nicht über sowas Persönliches reden, du musst dich irgendwie nach außen perfekt präsentieren und so, und hintenrum gehst du dann zur Prostituierten und gehst zu einer Domina oder so, was wir heutzutage haben, ne? Was ist irre, ja, genau, haben sie doch in einem Unternehmen plötzlich so Kameras da, ne? Und dann sehen sie plötzlich, wie Führungskräfte in Windeln dastehen. Ja? Also wieder so was Babyhaftes dann reinszenieren. Und nach außen hin sind sie dann die großen Chefs und so. Ja? Das braucht es nicht. Das braucht es einfach nicht. Ja? Wir dürfen alle Menschen sein. Wir dürfen alle uns zeigen. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Und das finde ich, und dann bist du glaubhaft. Ja? Weil du dann eben auch, und das ist auch so wichtig, sobald du dann eben wieder bei dir bist, in deinem Körper angekommen bist und im Mitgefühl mit dir selber bist, ja, dann bist du auch automatisch im Mitgefühl mit anderen. Also die Empathie, die du brauchst, um zu sehen, wenn du jetzt irgendwelche Maßnahmen machst, irgendwas beschließt, was hat es für Konsequenzen, ja? Was hat es für Konsequenzen für Kinder, wenn man denen jetzt die Masken aufsetzt? Was hat es für Konsequenzen, wenn die Kinder jetzt impfen will und so? Da muss man ja schon keine Empathie mehr haben, um das einfach zu sagen, ja, müssen wir machen, das ist zwar hart, aber wir müssen es machen. Aber wenn du mit dir empathisch bist, in der Selbstliebe bist, dann kannst du sowas nicht machen. Oder spürst, das ist verkehrt, ja. Und von daher, nicht, das ist ganz, ganz wichtig, dass alle, die eben auch im politischen Rahmen dann irgendwelche Führungsaufgaben haben, Ämter begleiten, was auch immer, dass die in der Selbstliebe sind, weil dann kann ich sicher sein, sie sind auch in der Liebe zu anderen Menschen. Also das heißt, deine neue Welt ist jetzt von der Psychologie her, die ist offen, die ist ehrlich, authentisch, spontan, oft Herzensenergie, und dadurch wird erst eigentlich diese Empathie möglich, die wir eigentlich so sehr brauchen, um wirklich auch weise Entscheidungen zu treffen. Ja, auch das so, weil ich das neulich auch mal in so einem Prozess so erlebt habe, wo einer so eben gesagt, Kopf, Bauch, irgendein drittes Wort, aber wo man gesehen hat, am Anfang, ja, Bruch, Kopf, Bauch, Trauma, am Anfang der Kopf völlig überbewertig, alles aus dem Kopf heraus lösen zu wollen, ja, 90% Kopf, 10% Bauch. Wir müssen es umkehren. Wir müssen wirklich wieder den Kopf auf das begrenzen, was er gut kann, und ansonsten, weil unsere Psyche steckt im ganzen Organismus, in jeder Zelle steckt unsere Psyche, in allem, jedem Organ steckt ein Stück Psyche, irgendwas, was erkennen und verstehen kann. Also, dass wir das wirklich aus uns, aus dem Ganzen heraus machen, erkennen, was los ist, wo liegen die Schwierigkeiten, wo liegen die Lösungsmöglichkeiten. Und dann, ja, gibt es, was du eben so schön gesagt hast, weise Entscheidungen. Also nicht intelligente, schlaue, superschlaue Entscheidung, sondern es gibt weise Entscheidungen, wo das Gefühl und der Verstand miteinander zusammenkommen und daraus die spüren und auch erkennen, was richtig ist, was man tut und was man vielleicht auch lässt. Ja, wunderbar. Also ich bin gespannt. Ich danke dir, dass du für die Basis aktiv bist. Ich danke dir für das Interview. Und ich glaube, in dieser Basis sind einfach absolut fähige, kreative, selbstbestimmte Herzensmenschen eigentlich so, die ich kennengelernt habe. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das zu bewahren und da nicht in irgendwelche Schablonen durch irgendwelche Parteien zu kommen. Das würde einfach den ganzen Charme, aber auch die ganzen Möglichkeiten nehmen. Das wird sich nicht lohnen, den Weg zu gehen, ne? Das kennen wir schon. Es geht in eine offene, ehrliche, authentische Gesellschaft auf Augenhöhe, und ich glaube, dadurch wirklich Empathie möglich ist, wie du das sagst, und dadurch können ganz andere Gemeinschaften entstehen. Also ich bin sehr gespannt, was für ein Prozess das in den nächsten Jahren machen wird, und ich finde es ganz toll, was sich da überall in diesen Grassroots-Movements überall im Moment bewegt. Das ist schon gigantisch. Vielen Dank, ich dass auch so. Okay. Du Teil davon bist. Ja, danke Alexandra auch für dieses schöne Gespräch mit dir. Danke. Wir sehen uns in 2030. Dann ja, genau. Gucken wir mal, was geworden ist. Ja, genau. Ja.
Okay, danke schön. Bitteschön.